Nimm das Seil. Ich zeig dir, wie man's benutzt. Ich hab scheiß Höhenangst. Wofür sind die denn? Nur für meinen Magen. Mach dir keine Sorgen. Die Dinger schluck ich schon ewig sie. Nimm einfach das verdammte Seil. Scheiße. Scheiße. Wo kommen die denn jetzt her? Scheiße. Die haben die Schüsse gehört. Los, runter zum Ausgang. Die haben uns gerade noch gefehlt. Willst du dich immer noch abseilen? Natürlich nicht. Wir nehmen die Treppe. Nach einer weiteren Zwischensequenz, die zeigt, wie gut die Zwischensequenzen einfach sind, befinden wir uns jetzt wieder vor der Bank und da wollen wir jetzt auch endlich mal rein. Also seilen wir uns hier ab mit unseren Kollegen. Jedoch müssen wir warten, bis das Auto auch drin ist, weil sonst geht das Tor niemals auf und wir kommen nicht rein. Wie sollte das auch anders sein? Natürlich ist das nicht gern gesehen, dass wir da einbrechen wollen. Also wehren die sich natürlich auch. An sich kann man sagen, dass alles sehr stimmig ist. Die Musik passt, ist natürlich wieder von Jasper Keith komponiert. Der hat auch die Musik zu Freedom Fighters und Hitman gemacht. Die Grafik ist stimmig und passt. Die Steuerung ist sehr einfach. Nachladen müsst ihr selber nicht mal. Das macht er alles von ganz alleine. Was an manchen Stellen aber nervig ist, ihr habt einmal geschossen, wollt danach wieder schießen und dann lädt er schon nach. Gut, das ist manchmal ein bisschen nervig, aber er lädt halt immer automatisch nach. Hier machen wir noch einen kleinen Zeitsprung. Wie gesagt, ich will halt nicht alles spoilern. Hier kann ich jedoch nur sagen, dass sich die Truppe getrennt hat. Jetzt gehen wir bloß noch mit dem Safe-Knacker hier lang und Lynch soll auf die Geiseln aufpassen, die wir vorhin mit dem Betäubungsmittel schlafen gelegt haben. Dass das gänzlich in die Hose geht, seht ihr nachher. Und das geht in die Hose und zwar extremst. Deine Hände zittern. Ich dachte, du trinkst nicht mehr. Versucht. Aber von dem Zeug kommt man nur schwer los. Jetzt ist unsere Mission halt, den Safe-Knacker zu beschützen, während er halt den Safe knackt. Aber das überspringen okay. Wir jetzt einfach mal. Du hast einen Code dafür? Du klaust dein eigenes Zeug? Das geht dich nichts an. Was soll das denn heißen? Das geht mich sehr wohl was an! Scheiße, es muss hier sein. Das ist doch scheiße! Wir müssen sie öffnen. Alle aufmachen. Hey, ich hab dir immer vertraut. Dann stell keine verdammten Fragen. Mach sie einfach alle auf. Okay. Okay, du mieses Arschloch. Aber danach war's das. Kapiert? So, wir müssen den Safe jetzt wieder verteidigen. Aber jetzt mal ein kleines Beispiel für ein positives Merkmal und ein negatives. Die positive Sache ist hier die Musik. Wie ich einfach nur super finde, das passt. Und jetzt halt die negative Sache, die KI, die an manchen Stellen absolut gar nicht reagiert, wie ihr hier seht. Das ist ein totaler Aussetzer, die reagiert gar nicht richtig. An einigen Stellen reagiert die richtig gut und umgeht einen auch, aber manchmal hat sie solche Aussetzer wie hier. Ist ein bisschen nervig. Hier seht ihr eine Szene, die ich sehr mag. Du willst das tatsächlich durchziehen? Das Abseilen an dem Retomoto Tower. Das ist einfach stylisch gemacht, das ist atmosphärisch, guckt euch einfach an. Das ist ein großer Pluspunkt, das ist top gemacht. Und in solchen Momenten beweist das Spiel auch seine große Stärke. Diese Szene habt ihr vielleicht auch im Trailer gesehen. Aber allzu viel will ich euch hiervon jetzt nicht zeigen, deswegen überspringen wir das jetzt auch gleich mal gezielt wieder. Und dann zeige ich euch, was passiert, wenn es einen eurer Kameraden einmal treffen sollte. Dann könnt ihr einfach hochrennen oder je nachdem, wo ihr halt liegt. Natürlich sollten so wenig Gegner möglich sein. Ihr müsst euch aber beeilen, da er auch stirbt, wenn ihr euch nicht beeilt. Wir versuchen das hier so schnell wie es geht, müssen natürlich aber noch ein paar Gegner aus dem Weg räumen. Und dann gibt man ihm einfach eine Adrenalinspritze und dann geht das wieder. Wenn man dann selber mal down geht, so wie ich jetzt hier. Dann ist es dieselbe Sache, die gemacht wird, also wieder Adrenalin. Sollte man aber nicht zu oft machen, kommt auf den Schwierigkeitsgrad an, den ihr gewählt habt. Ist ihr zu hoch eingestellt, kann man euch nur ein, zwei Mal retten und dann seid ihr tot, endgültig. Und bei niedrigen Schwierigkeitsgraden geht das halt öfters. So, wir springen wieder zurück zu unserem Safe. Scheiße, 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 der Mistkerl hat ihn geklaut. Hast du in allen nachgesehen? Hey! Was ist denn da unten los? Oh, alles bestens, Lynch. Wir sind hier fertig. Gehen wir. So, und ab hier geht die ganze Sache jetzt im Bach runter. Runter, ihr Wichser!
Lass mich in Ruhe! Wo zum Teufel kommst du denn her? Wolltest mich überrumpeln, hä? Dämlicher Idiot! Ich hab dich schon zweimal umgelegt! Hey! Lass den Scheiß! Ich glaub's nicht! Willst du Ärger? Kannst du haben, Wichser! Scheiße! Fuck, lass mich in Ruhe! Warum macht ihr das mit mir? Du dämlicher Idiot! Was glotzt du so? War das schon alles? Scheiße! Er hat die Geiseln getötet! Du tust was doch nur soll so! Die Scheiße? Jetzt nicht mehr! Kapiert? Was bist du? Verdammte Wichs! Was machst du denn? Mann, wo zum Teufel wart ihr? Die sind umstellt! Kommen Sie jetzt mit erhobenen Händen! Und das war jetzt mal ein Beispiel dafür, was passiert, wenn Lynch einfach mal komplett durchdreht. Übrigens seht ihr immer wieder so Überschriften, die hat nicht ich da reingemacht. Das sind Checkpoints. Das Spiel speichert hier auch nur an Checkpoints. Solltet ihr sterben, müsst ihr an den Checkpoints starten. Das Problem ist, an manchen Stellen sind die nicht gerade gut gesetzt. Also könnte es an manchen Stellen echt frustrierend werden. Ansonsten, nach jeder schweren Situation kommt so ein Checkpoint. Macht ihr nach dem Checkpoint das Spiel aus und startet ihr wieder, müsst ihr die Mission komplett von vorne machen. Das ist ein Negativpunkt, leider. Na gut, hat man leider nicht behoben. Alles klar? Ja, ja. Bringen wir die Sache einfach hinter uns. Ist er schon da? Ich sehe ihn nicht. Er ist schon da. Es wird Zeit. Du bleibst einfach hier und unternimmst nichts, bis ich es dir sage. Das wird schon. Sicher, sicher. Wir machen es uns hier gemütlich. Nur wir beide. Hast du die Geiseln getötet? Warum? Was soll das heißen? Sie sind aufgewacht. Wollten ihn stillhalten, da musste ich was tun. Na, halt den Mund und reiß dich zusammen, hörst du? Immerhin sind wir entkommen. Mit so einer Scheißnummer kommt niemand durch. Scheiße! Könnt ihr eure verdammte Klappe halten? Konzentrier dich aufs Fahren. Solange ihr mir die Tüten vom Hals haltet. Nur dich, wenn die verdammte Kiste nicht so schaukeln würde. Willst du vielleicht fahren, Arschloch? Ihr beide, Ruhe jetzt, konzentriert euch! Na gut, das mit diesem Speichersystem ist ja auch aus Hitman schon bekannt. Wenn man da während des Spielens halt gespeichert hat und dann neu gestartet hat, war das halt weg. Alles. Das war jetzt nur bei Blood Money so, bei den anderen Teilen weiß ich es jetzt gar nicht mehr so genau. Erinnere ich mich nur vage dran. Aber da war es auch so. Bin ich mir jetzt aber nicht so 100% sicher, bei Blood Money war es jedenfalls so. Und hier sind wir jetzt live bei einer Flucht dabei. Und auch hier läuft natürlich nicht alles, wie es sein sollte. Wie ihr schon seht, wir müssen das Auto verteidigen. Sollten die Cops es schaffen, uns dreimal zu rammen, ist es vorbei für uns. Das ist eine sehr schwere Stelle, vor allem auf dem hohen Schwierigkeitsgrad, der hier Morphium benannt ist. Überhaupt sind hier alle Schwierigkeitsgrade nach Schmerzmittel benannt worden. So, also wir halten jetzt uns hier den Rücken frei. Ihr seht schon, es ist doch eine Menge Abwechslung im Spiel. Also ihr macht nicht immer dasselbe. Gut, es ist auch ballern, aber es ist hektischer und so. Und die Story ist dabei einfach klasse erzählt. Auch, dass Lynch gleich wieder einen Aussetzer hat, den ich euch auch nicht vorenthalten möchte. Was machst du denn? Hilf mir, gefälligst! Ich kann nicht. Was? Auf einmal kannst du keine Cops mehr töten? Ich kann nicht. Ich... Fuck, was war da drin los? Das weißt du nicht mehr? Oh Scheiße! Oh Scheiße, oh Scheiße! Warum muss ich immer alles vermasseln? Ich brauche deine Hilfe! Also reiß dich endlich zusammen! Wie viel habe ich getötet? Das willst du gar nicht wissen. Verdammt! Ich habe manchmal Aussetzer, dann werde ich irgendwie gewalttätig und mache schreckliche Dinge. Ich dachte, ich hätte es unter Kontrolle. Ich kann's! Ich brauche jetzt nur meine Pillen. Das sind gar keine Magentabletten, oder?